Einen schönen guten Tag, Frau Hotzinger. Ich habe eben von Ihnen hier auf der Didakta einen interessanten Vortrag gehört. Sie sind bei der SIG AG und sind für Trainings dort zuständig. Und Sie haben eben berichtet, dass Sie Ihre Trainings ganz bewusst auf verschiedene Kulturen in verschiedenen Ländern ausgerichtet haben. Wie sind Sie vorgegangen? Wir haben zum einen bemerkt, dass eben in internationalen Trainings es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen gibt und Erwartungen an unsere Trainings. Und das hat uns interessiert. Und deshalb haben wir eine Masterarbeit ins Leben gerufen, die eine Studentin bearbeitet hat, um unterschiedliche Lernmethoden, Lernvorgehensweise zwischen deutschen und chinesischen Mitarbeitern herauszufinden. Und gab es da so ganz besonders interessante Ergebnisse? Fällt Ihnen eins noch ein? Also sehr interessant war, dass doch der Trainer eine ganz andere Rolle spielt, eine wichtige Rolle spielt bei Asiaten. Und auch die Meinung des Trainers, das Wissen, das vermittelt wird, wird auch über die eigenen persönlichen Erfahrungen gestellt. Und der Trainer hat erstmal recht. Also das ist eine ganz entscheidende, wichtige Rolle des Trainers, der hat das Wissen und dem wird auch vertraut und es gibt den Kollegen Sicherheit. Das ist natürlich ein Traum für jeden Trainer. Wie haben sich diese Erkenntnisse, es waren ja noch mehr, dann auf Ihre Trainings ausgewirkt? Was machen Sie in den Trainings jetzt anders? Also wir haben auch festgestellt, dass eben die Gruppe ganz wichtig ist bei Asiaten und auch das Anonyme. Also dass ich, ein Asiate stellt nicht zwingend Fragen, so wie wir das gewohnt sind in Trainings. Und um Rückmeldung zu bekommen von den Teilnehmern, haben wir Voting-Tools eingesetzt, die wie zum Beispiel, was man ja kennt, wer wird Millionär mit Fragen und die Gruppe stimmt ab, also die Gruppe stimmt ab, anonym, ich weiß auch nicht, wer hat was gewotet und die richtige Antwort muss eben gedrückt werden und so kriegt der Trainer eine Rückmeldung über den Wissensstand der Gruppe und für die Gruppe ist das anonym man wird nicht bloßgestellt, also ohne Gesichtsverlust, was jetzt im asiatischen Bereich ja ganz wichtig ist. Ja, klasse. Und ich glaube, das könnte man im europäischen Bereich genauso verwenden. Und damit haben Sie was international Verwendbares gemacht, was schon mal an der Stelle in allen Kulturen geht. Frau Hotzinger, einen ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg.